Die Hitzewelle reißt nicht ab. Ich sitze jetzt hier noch im Schatten und nutze mal die Zeit, weil ich mit meinen Tourvorbereitungen natürlich null vorankomme. Der heutige Auftrag wird bedeuten, ich dämme mal den Wagen eine Runde, weil sonst habe ich Hitze von zwei Seiten und es ist recht unerträglich. Und zu diesem Zweck muss ich beide Sitze ausbauen und den unteren Teil der Rücksitzbank rausschrauben. Und wie das geht, zeige ich euch dann gleich. So, nachdem der Wagen halb so wegs ausgeräumt ist, kann ich anfangen, hier die Sitze rauszubauen. Ich fange mit den vorderen Sitzen an. Auf jeden Fall die leichtesten zum Ausbau. Vorausgesetzt, die Muttern sind nicht verrostet, also die Schrauben. Und man muss vorsichtig mit den Sitzen sein, sonst brechen sie. Davor habe ich den Wagen sauber gemacht. Und ich muss hier leider auch den Teppich halb abbauen. Und dann, und die Sicherheitsgurte leider auch, um hier an den blanken Blechboden zu kommen. Um hier ein bisschen zu dämmen. Oh, die Schrauben sind sogar heiß. Das dazu. Also für die Notkapptour muss ich den Wagen auf jeden Fall etwas dämmen, sonst wird man hier sehr schnell frieren und anderweitig auch sehr schnell verkocht werden. So, der Innenraum ist jetzt sitzefrei. Jetzt geht es an die Rücksitzbank. Und dann muss ich gucken, dass ich den Teppich bis zur Hälfte hier etwa zusammenrolle. Denn ab circa hier gibt es so bitumische Matten, das sieht man auch hier, die wesentlich besser dämmen wie der Rest. Der Rest ist hier blankes Blech und selbst beim Rausdrehen der Schrauben waren die heiß. Und das Handbremshebel ist auch heiß. Also muss ich gucken, dass ich das irgendwie gedämmt kriege. Dann hat man schon mal weniger Fläche, die den Wagen bei so einer Hitze aufheizt. So, jetzt reiße ich die Rücksitzbank raus. Und dann kann ich mich gleich an die Sicherheitsgurte machen. Und kann ich damit anfangen, hier den Teppich rauszureißen. Weil den muss ich bis zur Hälfte hier abbauen. Auch hier kann man schon durchgucken. Ansonsten komme ich gar nicht an die Stellen, die ungedämmt sind. Auch hier, oberhalb vom Tank durch die warme Luft, ist alles ziemlich warm gerade. So, Rücksitzbank ist erfolgreich rausgeworfen. Gesaugt habe ich hier auch ein bisschen. Als nächstes schraube ich die Sicherheitsgurte ab. Und hier die seitlichen Verkleidungen. Die müssen nämlich runter, damit der Teppich runter geht. Zum Glück sind sie ja schon halb lose. Hier, diese seitlichen Verkleidungen. Kann ich nämlich gleich den Teppich hier rausreißen. Und mich des blanken Metallbodens erfreuen. So, ihr könnt die Übung aus dem Shotgento eben mal alles rausziehen und dann gucken. Gibt es auf jeden Fall so Matten. Da sieht man auch, dass hier Feuchtigkeit mal reingekommen ist im Winter oder so. Und weshalb sie hier noch ein bisschen festhängen. Ja, durch Rostung, also hier ist was eingebogen, aber durch rostungsmäßig sieht es gar nicht so schlimm aus. Naja, es ist ja auch nur so eine seltsame Bitumenmatte drin. Mein Ziel ist es erstmal, den Mitteltunnel ein bisschen zu dämmen. Und dann schaue ich mal weiter, ob ich die Mittelkonsole raushole, um den Teppich noch eine Ecke weiter zusammenzurollen. So, alles soweit auseinandergerissen. Im Gegensatz zu Baujahr 96 sehe ich, dass die hier sich ein bisschen was gespart haben. Die haben hier eine hauchdünne Matte einfach reingebaut. Und mehr als Dämmung gibt es hier nicht. Also mache ich mich jetzt an die Arbeit, bevor ich in Hitzetodes sterbe. Und versuche mal eine Rolle Dämmmaterial hier irgendwie auszubreiten. Okay, die Schlacht geht weiter. Das ist schon mal alles gedämmt. Hier drunter auch. Habe schon mal die Matten reingelegt. Jetzt mache ich noch das Hinterteil, wenn ich fertig, ein bisschen die Seiten. Oh cool, da ist ja ein Riesenloch im Schweller. Viel Kabel, was auch niemanden interessiert. Ich traue mich da natürlich nicht reinzugucken, weil dann kriege ich einen Anfall. Jetzt will ich gar nicht sehen, was alles im Schweller in diesem Auto ist. So, die Garage sieht aus wie eine Müllhalde.
eine Rolle von dem Zeug ist verbraucht. Das Gröbste ist gedämmt. Ich überlege, ob ich noch den Streifen hier hinten mache. Aber da ist eigentlich der Tank drüber und die Hinterachse und der ist nicht so direkt an der warmen Straße. Sonst habe ich bis hier vorne auch gedämmt. Aber nicht so fleißig, weil da wird eh nichts hinkommen. Aber der Bereich ist hier halt vor allem wichtig hinten, wo faktisch von der Fabrik aus so gut wie keine Dämmung bis auf diese beiden Matten ist. Ja, dann schmeiße ich mal den Teppich wieder rein und hoffe, dass ich den Wagen wieder zusammengebastelt bekomme. Dann haben wir schon mal einen ganz wesentlichen Umbau für die Nordkap Tour abgeschlossen, nämlich die Dämmung des Unterbodens gegen Wärmeeinwirkung von Straße, Auspuffanlage und ähnlichen. So, das ganze Prozedere nochmal retour. Also Rücksitzbank rein, Sitze rein und losfahren. Juhu. Zum Nordkap noch nicht, sondern erst zu der anderen Garage. So, ich mache gleich eine Probefahrt bei 34 Grad und gucke, wie viel diese Maßnahme jetzt gebracht hat. Außer, dass ich nass geschwitzt bin, aber egal. Jetzt noch die Sitze und dann fertig. So, der Umbau ist geschafft. Man sieht nichts mehr. Jetzt mache ich mal die Probefahrt aufs Exempel und gucke, was passiert. So, ich mache an dieser Stelle ganz schnell Schluss. Also der Wagen ist gedämmt. Mein Zeitplan ist komplett für den Eimer. Der Wagen geht nochmal in eine richtige Werkstatt, weil vorne bin ich etwas überfordert. Danke fürs Zuschauen, bis zur nächsten Folge. Nicht vergessen, am 13. oder 12. geht's los. Bis dann.